Guten Morgen! Morgen! So voll geil hier im Bus, ich bin jetzt immer hier schlafen. Es hat heute Nacht geregnet und ich dachte schon so, Gott sei Dank sind wir nicht im Zelt. Das war eigentlich ganz gemütlich, außer für den Jonah, weil der in der Mitte war. Ah, ich fand das mega. Joyce hat sich so breit gemacht, ich musste die ganze Zeit so schlafen. Joyce? Achso, da kommt das Video. Achso. So, jetzt geht's weiter Richtung Südküste und scheinbar fährt man da noch 7 Stunden, deswegen wissen wir nicht, ob wir da heute noch ankommen werden. Shanti fährt! Die hat gestern schon die Fahrschule Joyce besucht. Shanti fährt nicht so oft und dann ist das natürlich mit so einem riesen Auto ein bisschen crazy. Melina, hast du zufällig dein geiles Bild zur Hand, was du heute Morgen von mir gemacht hast? She made the best picture ever! Sieht aus wie in den 70ern oder so. Das könnte meine Mutter sein auf dem Bild. Ich habe diesen Anzug noch, diesen pinken, in dem ich schlafe, von der VOG-WM von TV Total. Weil da haben wir ja so Thermounterwäsche bekommen. Ist super hässlich, ist für die schlanke Cindy aus Marzahn. Aber es hält warm. So, Shanti, geht's? So einmal schon den Airbag geöffnet, nur weil der Sitz so nach vorne fliegt. Und wir waren so doof und wollten in den Supermarkt, aber in der Schweiz ist es sau teuer, deswegen wir hätten vor der Grenze gehen sollen. Das ist voll dumm jetzt. Das ist voll dumm, was? Du bist voll dumm, dass wir nicht vor der Grenze einkaufen gegangen sind, weil Schweiz ist sau teuer. Echt? Geil. Ja, klar. Wie es keiner gecheckt hat. Wir haben ein Problem, Melina kriegt die Tür nicht zu. Was denn? Du hast sie gerade zugemacht. So jetzt. Jetzt aber. Ja! Zu ist, weiß ich auch nicht. Jetzt aber. Ich teste nochmal. Gestern haben wir einmal das Auto versehentlich offen gelassen, weil die Tür nicht richtig zu war. Die Wasserfarbe ist so geil. Alter. Voll die Farbe auch einfach, oder? Wow. Rosebunch! Ich glaube, ich habe seine Mütze an. Nice. Yeah! Wie sehe ich aus? Alle haben über mich gelacht. Ich sehe gar nichts vor lauter Sonne. Und deshalb müssen wir ich erzähle jetzt das Gleiche dazu. Jetzt auch in erzähl meine das Kamera. Aber. Also, wir sind jetzt hier am See immer noch und haben hier direkt einen Campingplatz gefunden. Und dachten, wie geil, den nehmen wir direkt, weil es so schön hier ist. Was los? Have to. Aber die Dame da mit Krücke, die Ältere, die hat gesagt, es kommt ein Sturm heute Nacht. Und dann wäre das etwas schwierig hier mit Zelten. Wir wissen nicht, ob sie das gesagt hat, weil sie uns loswerden möchte oder ob das stimmt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt aus dem Sturmgebiet rauskommen, oder Glenn? Ja, das kriegen wir hin. Oder Glenn? Oder Glenn? Ja, kriegen wir hin! Voll teuer hier in der Schweiz. Wir haben es ja gesagt, ne? Mega, der krasse Wind gerade. Boah, der drückt die Tür voll zu. Ich fahre jetzt übrigens Antons Auto. Ja. Was machst du beim Auto? Ja. Was soll denn das? Du hast mich doch drum gebeten. Okay, das schaffe ich ein bisschen. Okay. Ja. Aber der Anton muss die ganze Zeit alleine fahren. Ja, alle anderen können sich abwechseln. Die können sich zu dritt abwechseln. Ich fahre die ganze Zeit durch. Genau. Deswegen mache ich es mir jetzt hier gemütlich. So. Erstmal auf meine langen Beine einstellen. Das ist jetzt nicht schade. Läuft ja auch die ganze Zeit Rap, wie im anderen Auto. Weiß nicht. Nee, du kannst aussuchen, was laufen soll. Okay, das ist schön. Leute, endlich sind wir nach ungefähr 2,5 Stunden Fahrt in dieser Stadt hier. Wir sind in Como am Camping International angekommen.
Es gibt unten in dieser Stadt so ein Mittelalter-Stadtfest. Das sah irgendwie ganz witzig aus. Da haben wir überlegt hinzugehen. Nur da Melina Geburtstag hat, mussten wir jetzt erstmal zu den anderen und die finden. Also Melina hat morgen Geburtstag. Mega Stress. Mega Stress. Mega Stress. Mega, Stress. Mega abgefuckt. Nein, Quatsch. Nein. Natürlich nicht. Aber wir würden jetzt gern endlich mal was machen. Wir sind nur im Auto die ganze Zeit. Ja, die Stadt gesehen. Stimmt, wir sind ungefähr 5-mal durch die Stadt gefahren, immer wieder so. Haben voll viel schon gesehen von der Stadt. Und ja, mal gucken, ob wir da gleich noch hingehen oder hier chillen am Campingplatz. Warum Passport? Kriegst du nicht. Uns ist das egal, dass wir mit Bier gefilmt werden. Ich hab vorhin schon gesagt, ja, wir kaufen jetzt Alkohol, weil wir in meinen Geburtstag reinsaufen. Ja! So, das ist voll schön hier, der Campingplatz. Das ist viel schöner, viel nicer als der in Stuttgart. Und da ist sogar ein Pool und es ist mega warm. Und ich zeige euch das mal. Anton und ich haben gerade schon die Wassertemperatur getestet und es ist echt ganz warm. Ja, und das ist nicht alles, wovon wir viel begeisterter waren. Das zeige ich euch jetzt. Oh, es wäre fast falsch gelaufen. Oh Gott, wir sind schon so ein bisschen übermüdet und sind voll albern. Also es ist das erste Bier, was ich heute trinke und das ist noch fast voll. Das heißt, wenn ich mich komisch benehme, dann kommt das nicht vom Alkohol. Guckt mal, sieht man das hier überhaupt im Dunkeln? Ein Karussell! Und da haben wir eben schon alle drauf gesessen und uns gegenseitig angeschubst. Und das ist voll geil. Yeah. Voll nicht schnell, ich kann gar nicht schnell. Boah, was ist das denn für eine lahme Runde hier? Aua, aua! Oh mein Gott, und dann wird einem ganz schwindelig und dann chillt man so und guckt in den Himmel. Und dann denkt man einfach nur, schön, 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 schön. Übelst Gangstermucke am Start, aber den. Ich hab noch ja, ja, jetzt. Ich wollte mich gerade erzählen, eben gehe ich so. Ja, ja, jetzt. Ja, ja, jetzt. Eben gehe ich so zu Shanti und sag so, na, Kleine. Und dann sagt sie so, was geht? Ey, yo, was geht? Ich so, was? Ich bin halt cool. Und ich so, na, Kleine. Jo, was geht, hä? Bad bitches is the only thing that I like. Du kommst hier nicht rein, Glenn. Der ist mir egal. Aber da haben die alle Fragen schon durch. Der macht unsere Flaschen mit dem Mund auf, der ist voll krank. Nein, ich bin nicht krank. Ich bin Glenn. Man sieht aber kaum was. Hey, du filmst aber. Hi. Ich glaube, es muss auf den anderen. Ich glaube, es muss darüber. I don't know. Can you see something? Yes, it's... No, it's too dark, maybe. Oh no, let's dance. And Rose is a fucking amazing. Yeah, Rose punches back. Joyce und ich lieben uns. Ja, aber das musst du mir sagen. Joyce und ich lieben uns. Oh, geht's nicht von dir? Ja, das sieht man noch gar nicht. Ich lange ist dich auch. Da haben sich zwei gefunden. Oh, das ist meine Kamera. Ja, die habe ich da hingestellt. Kommst du nicht mehr runter? Oh, jemand auf Toilette. Die warten auf Melinas Geburtstag. Die warten. Nein. Wir warten auf Melinas Geburtstag und wir müssen voll leise sein. Das ist so geil. Sie wird 20, das ist voll wichtig. Deswegen haben wir so viel Spaß. Ich hasse auch Geburtstage. Ich hasse auch Geburtstage. Wir waren hier gerade. Oh mein Gott. California, Alter, du bist so leicht, du kannst so richtig rumreichen. Ja, voll! Auf keinen Fall. Nein, ich hab nicht genug Luft. Ich komm mit dir. Ich geh jetzt mit Shanti auf Toilette. Oh nein! Hey, Melina hat jeden Moment Geburtstag. Ich habe jeden Moment Geburtstag und niemand ist hier. Hey, ich bin hier. Ich wollte gerade die anderen Joyce holen. Joyce ist hier. Joyce ist die Einzige, die an meinem 20. Geburtstag bei mir ist. Nein, es ist nicht. Ich wollte die anderen holen. Und dann haben wir gesagt, aber dann ist Melinas Geburtstag und dann ist sie ganz allein. Warte, hast du die Uhrzeit im Blick? Bin ich da geblieben? Nein. Warte, ich mach nochmal aus.
20. Hey, wir haben gerade schon zusammen gesungen, ne? Null, ja, wir haben gerade zusammen gesungen. Wir haben verrückt. Ich verbringe meinen Geburtstag mit Joyce, Jonah und Toilette 1. Ey, aber da war so ein Typ, ne? Der hat mega krass rumgepöbelt. Da habe ich gesagt, pass mal auf, red erstmal respektvoll mit uns, dann reden wir respektvoll mit dir. Der war nicht nett. Nee, ich sag dann immer, wenn du das nett sagst, alles cool. Wenn nicht, dann red erstmal mit nett. Genau, der soll wenigstens nett sein. Und dann ist alles in Ordnung, dann bin ich auch nett. Aber wenn Menschen nicht respektvoll zu mir sind, lassen wir es einfach. Es ist mein Geburtstag. Dann bin ich auch nicht nett, ne? So ist das halt im Leben. Ist das Mädchen so? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Melina. Happy Birthday to you. Alle Mädchenklo. Alle liebe Melina. 1, 2, 3. Wir nehmen jetzt ein Taxi in den Stadt. Ich hab mir das mal selbst gemacht. Zeig mal bitte, das ist bestimmt mein Frank. Das ist richtig geil. Ey, du musst in die Gruppe sein. Das ist sein. Richtig geil. Gruppe, das ist richtig geil. Ja. Wolltest du jetzt was Nettes sagen? Also nein, wie viele Abonnenten hast du? 950.000. Oh shit, ich hatte auch schon mal 30.000. Ich habe auch schon mal YouTube gemacht, weißt du? Im Sommer letzten Jahres hat Vega mich gebucht, dann hatte ich, aber ich musste auch wegen Abitur und so. Ach so, ich dachte schon, weil du nicht so gut angekommen bist. Nein. Ich hatte in 2 Tagen 30.000. Er ist voll fett. Klar, ja. Melina, push all. Also, mach meine Schuhe zu. Nee, mach ich nicht. Hey. Aber wir fahren jetzt noch in die Stadt. Snow Taxi. Kaio ist totally cool, because he doesn't drink. Und das finde ich cool, wenn man einfach so seine Einstellung hat und sagt, es ist mir kackegal, ich ziehe nicht mit anderen mit, nur weil andere das machen. Finde ich voll gut, wenn Leute einfach... Okay. Ey, voll krass, ich hatte einfach kein Taxi mehr um die Uhrzeit. Wir wollten noch in die Stadt, Mann. Wir können nicht in die Stadt, Mann. Das ist richtig krass, das ist aber erst kurz nach 12. Ey, Joyce! Wo sind Melina und Shanky? Ich glaube, die machen rum. Nee, oh Mann! Du hast einfach hier runtergefallen. Läuft noch? Siri? Nein, da laufen die! Siri, willst du meinen Schwanz lutschen? Und sie sollst dir den Mund mit Seife aussuchen. Zähl das mal. Was? Was steht da? Was steht da? Siri? Willst du den Schwanz lutschen? Meine Kapuze ist nass. Du solltest dir den Mund mit Seife auswaschen. Hey, Leute.